Ja, natürlich wissen wir durch die EM, was wir leisten können und fahren zum Turnier, um natürlich ja, um den Titel mitzuspielen. Ich bin immer ein Fan davon, kleine Brötchen zu backen, und wenn ich mir dann immer Turniere anschaue, dann empfinde ich das erste Spiel als wichtigstes Spiel, weil du dann einfach, ja, wenn du gewinnst, in diesen Flow reinkommen kannst. Wenn du gewinnst, kannst du dir Selbstbewusstsein holen und ein gutes Gefühl und dann auch einfach, ja, mit Vorfreude auf das nächste Spiel hinfiebern. Deswegen glaube ich, dass es bei uns einfach auch sehr, sehr wichtig wird, dass wir gut ins Turnier starten, dass wir uns im ersten Spiel Selbstbewusstsein holen und dann einfach gewinnen und in diesen Flow von der EM wiederkommen. Also ich glaube, dass in Australien eine totale Euphorie herrscht, gerade wegen der Weltmeisterschaft. Ich wünsche mir, dass wir das irgendwie mit nach Europa tragen können, weil das ist halt irgendwie gerade das Schwierige. Wir spielen hier um 9 oder um 10 Uhr bis 12 Uhr vormittags und glaube auf jeden Fall, dass in Australien sehr viel Euphorie herrscht. Vor allem hat man ja auch mitbekommen, dass jetzt das Eröffnungsspiel dann irgendwie in ein anderes Stadion verlegt werden musste, weil so viele Tickets gekauft wurden. Ich denke, das wird ziemlich cool in Australien und ja, wie gesagt, hoffe, dass wir das irgendwie auch nach Deutschland und Europa mittragen können. Was letztes Jahr natürlich auch irgendwie für uns ganz gut war, war dieses letzte Spiel gegen die Schweiz. Das löst dann vielleicht auch noch mal was aus. Ich glaube aber auch, Sambia ist eben halt auch ein Gegner, so wie wir dann halt auch in der Gruppe haben werden, gegen den man nicht so häufig spielt, wo man dann ja auf andere Spielertypen trifft und wo man ja sich schon mal ein bisschen darauf einstimmen kann, was da eventuell in der Gruppenphase auf einen zukommt. Und ja, natürlich gehört es auch dazu, sich dann auch einzuspielen.